Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Sally Salon Beauty Secrets. Das Spiel wurde mir von ein paar Leuten empfohlen und es gibt leider momentan noch keine Infos zum neuesten Emily-Teil. Ich gehe davon aus, dass er bald kommt. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr allzu lange, aber um die Zeit zu überbrücken, wollte ich mir gerne mal ein Spiel mit der lieben Sally anschauen, die ich bis jetzt noch gar nicht kenne. Und der François wird dabei sein, wir werden Emily wiedersehen, wir werden, glaube ich, Patrick und Paige wiedersehen und sogar die liebe Allison. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und ich wünsche euch viel Spaß bei Sally's Salon Beauty Secrets. Das bedeutet, dass für diese Jahreszeit viel zu kalten Temperaturen uns auch noch in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar Wochen, erhalten bleiben. Danke, Jenny. Und wie lautet der Spruch des Tages? Sind die Zehen kalt, dann kommt der Sommer nicht bald. Dem kann ich nicht widersprechen. Vielen Dank, Jenny. Und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt auf... Wusstest du, dass die Wetterfee Jenny mit diesem Männermodel Eric zusammen ist? Haben die sich nicht bei der Mode-Reality-Show Werde die neue Truly kennengelernt? Oh, da haben wir also schon unsere erste Kundin. Okay, was muss ich da machen? Einfach nur draufklicken erstmal. Das ist also Sally. Ich bin so gespannt, was uns hier alles erwartet. Ganz genau, die zweitplatzierte Angela hat hier früher gewohnt. Wirklich? Sie kommt aus Snuggford? Oh, Handtücher? Die haben wir da oben, ja. Bitte schön, meine Liebe. Oh, sorry, ich habe es aus Versehen weggeklickt. Ich wusste es nicht. Alles, was sie weiß, habe ich ihr beigebracht. Warum sonst sieht ihr Haar so fantastisch aus? Achso, jetzt da unten hinklicken. Okay. Und jetzt möchtest du ein Haarband? Ich glaube, es ist ein Haarband. Bitte schön, meine Liebe. Und abkassieren. Vielen Dank und einen schönen Tag. Ich sehe das jetzt erst. Ja, okay. Ist so ungewohnt, dass das Tutorial so mitten in der Story ist. Sally? Aber Angela ist doch zuerst mit diesem Modeltypen ausgegangen, oder nicht? Stimmt, ich frage mich, was da wohl passiert ist. Nun gut, Zeit für eine Tasse Kaffee. Da ist der Kaffee. Temposchub und Geduldschub, okay. Sally, ich glaube, wir sollten das jetzt wirklich auswaschen. Eine schöne Tasse Kaffee mit 4 Zuckerstücken und der Tag kann beginnen. Oh, die arme Kundin hier. Hallo, willkommen. Wen haben wir denn hier? Ich weiß die perfekte Frisur für dich. Keine Sorge, du wirst im Handumdrehen die Köpfe der Jungs verdrehen. Sally? Das wird gleich viel besser aussehen, wenn wir es einmal auswaschen. Oder vielleicht auch zweimal oder dreimal. Okay, Süße, du bist an der Reihe. Nun gut, sie kommt schon wieder zurück. Schließlich ist Sally's Salon die beste Adresse in Snuggford. Oh, Patrick und Paige. Hi Patrick, hi Paige, wie geht es euch? Ich habe heute in der Schule etwas über das Friseurhandwerk gelernt. Wirklich? In der Schule läuft eine Projektwoche, in der verschiedene Geschäfte und Berufe vorgestellt werden. Eine Maus, fangen Sie, Papa.
Ich bin mir sicher, dass Sally das im Griff hat, kleiner Kürbis. Das ist eine Glücksmaus. Ich erhalte einen Bonus, wenn ich sie sehe. Jo, dann klicken wir doch direkt mal drauf. Hurra, sehr gut, Sally. Wie wäre es mit etwas Haarschmuck, um zu feiern, was du heute über das Friseurhandwerk gelernt hast? Oh. Wir müssen jetzt los. Vielen Dank, Sally. Kein Problem. Grüßt Emily von mir. Okay, machen wir. Okay. Warum waren die denn jetzt überhaupt da? Oh, Salon geöffnet. Es geht los. Also 550 Punkte. Okay, bedeutet, die Punktzahl sehen wir hier. Wir haben Handtücher, wir haben einen Föhn, wir haben Lockenwickler. Wir müssen aufräumen. Okay, wir haben eine Schere. Da oben sind Handtücher. Das hier ist einfach nur Haare waschen. Oh, drücke die Flasche und führe sie über das Haar der Kundin, um alles gut zu verteilen. Alles klar? Ah, okay. Das Ganze einschamponieren. Okay. So, dann bekommst du das Handtuch. Muss ich da was machen? Nein, muss ich nicht. Gut, du bekommst das Haarband dazu, dann kassieren wir hier zusammen ab. Und dann muss ich hier auf jeden Fall aufräumen. Oh, die nette Dame mit Hündchen, was möchte sie denn? Auch das wunderschöne Haarband. Okay. So, oh, da ist Karl. Ja, Karl, ich hab dich. Und wir haben einen Stern erreicht. Ach, schön. So, hier die Haare waschen. Das wird dann vermutlich immer gleich ablaufen, ne? Ach ja, einschamponieren, genau. Haare waschen, dann hier oben schon mal ein Handtuch holen, genau. Das bekommst du dann. So, sehr schön. Und dann muss ich sauber machen, natürlich. Dann warte ich hier nochmal kurz. Du möchtest das haben, bitteschön. So, abkassieren und Stern Nummer 2 hier haben wir auch. Super. So, also da oben ist Kaffee. Hier liegt jetzt noch eine Zeitschrift. Da liegt eine Zeitschrift. Die bekommst du. Beziehungsweise, ich denke mal, so ein Frisurenmagazin, ne? Was man sich beim Friseur so gerne mal anschaut, um dann zu gucken, ja, die und die Frisur möchte ich. Und dann zeigt man das, ach ja, einschamponieren. Dann zeigt man das der Friseurin und sagt, ja, genau so möchte ich das haben. Und dann sagt die, ja, ist kein Thema. Und dann macht sie es und es sieht doch komplett anders aus. So, du kannst da unten hin. Ach so, habe ich jetzt irgendwie falsch geklickt oder so? Für dich ist auf jeden Fall die Schere. Wusste ich jetzt nicht. Kann auch sein, dass sie da automatisch hingeht. So, oh, schneide mit der Schere die einzelnen abstehenden Locken ab, okay? Gut, das geht relativ fix, das ist schön. So, dann werden wir bei dir den Kopf einschamponieren. So, dann bekommst du gleich auf jeden Fall das Handtuch. Dann müssen wir noch aufräumen und dann werde ich mal einfach abwarten, ob sie automatisch dahin geht. Ah, sie geht super, sie geht automatisch dahin, das ist gut. Dann räumen wir da eben auf. Dann waschen wir dir mal eben schnell die Haare. So, sehr schön. Schnappen uns ein Handtuch und das bekommst du dann direkt. Die beiden Cheerleader sind ja auch total niedlich, ne? Ich weiß nicht, ob es hier extra Punkte gibt, wenn der Laden sauber ist, aber ich versuche ihn natürlich so sauber wie möglich zu halten. Und wir haben 3 Sterne, juhu! Hier ist die neue Lieferung Selbstbräuner, die du wolltest. Was würde ich nur ohne dich machen, François? Ich habe gehört, wie einige Kunden sagten, dass du etwas blass aussiehst. Wie bitte? Das habe ich nur gehört. Ich bin mir sicher, dass du dich verhört hast. Vielleicht solltest du etwas mehr Bräune auftragen. François, was redest du denn da? Der Typ, der die Selbstbräuner geliefert hat, versprach mir ein paar kostenlose Flaschen, wenn ich dich dazu überrede, eine größere Bestellung aufzugeben. Oh Mann. Das hätte ich dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen. Ist schon gut. Ich bestelle nächstes Mal ein paar mehr. Sag ihm... Oh, das Radio geht an. Hast du diesen Golden Oldie nicht schon oft genug gehört? Man kann nie genug Julio oder Julio hören. Ich habe gelesen, dass er einen Sohn hat, mit dem er nichts zu tun haben will. Ich bin mir sicher, dass du dich irrst. Es stand in einer dieser Zeitschriften hier. Einen Augenblick. Ach, denen darf man doch keinen Glauben schenken. Die drucken nur Unfug und Lügen. Mein Julio, wahrscheinlich wirklich Julio, so ein Spanier oder so. Mein Julio würde so etwas nie tun. Dein Julio? Hast du gehört, Em? Offensichtlich hat Sally einen Freund, den sie uns bis jetzt vorenthalten hat. Rate mal wer. Ich
Julio. Mensch, Julio, ich weiß es doch nicht. Oh, Produkt-Upgrades. Ach, cool. Sowas gibt's jetzt auch wieder. Das hatten wir doch in irgendeinem Emily-Teil, oder? Beziehungsweise in mehreren Emily-Teilen. Okay, Level abgeschlossen. Oh, Leute, ich bin so gespannt auf die Karte. Ich bin echt immer gespannt auf die Karte. Wo geht es als nächstes hin? Weg zum Ruhm, du hast dein erstes Level mit 3 Sternen abgeschlossen. Okay, also Sally Salon und Bahamas. Oh, wie nice. Schlammsbar, oh, wie cool. Luxusjacht. Hawaii? Was? Die guckt ja total rum. Und Dampfspa, ach, wie cool. Was haben wir hier? Das sind einfach nur die Trophäen. Okay. Ja, doch, der sieht definitiv aus wie ein feuriger Spanier, wie ein Julio. Und was haben wir hier bei den Diamanten? Meine süßen Erinnerungen. Hilf mir, meine Erinnerung an Julio zu vervollständigen. Okay, hatte sie denn mal was mit dem? Ich dachte jetzt gerade nur, sie findet den gut, so als Musiker. So, Star des Tages. Erhalte den 1. Stern in der 1. Hälfte des Tages. Okay. Sally und ihre Freunde müssen diese Artikel hier einfach nur oft genug benutzen, um inspiriert zu werden. Sie können im weiteren Verlauf für die Artikel gratis Upgrades erhalten. Und je häufiger sie diese verwenden, desto bessere Dinge werden freigeschaltet. Alles klar. Okay, gib dein hart erarbeitetes Geld aus, um Upgrades für diese Ladeneinrichtung zu kaufen. Verbessere so die Geduld der Kunden und die Arbeitseffizienz. Verdiene mehr Geld, indem du mehr Sterne erzielst. Okay, also im Endeffekt echt wie bei diesem Emily-Teil oder bei den mehreren Emily-Teilen, ich weiß nicht mehr welches waren, wo es im Endeffekt unterschiedliche Dinge gab, je nachdem wie oft wir das benutzt haben. Okay, so das bedeutet, wir haben jetzt 300 und könnten zum Beispiel den Stuhl hier verbessern. Ein ergonomisches Design und atmungsaktive Bezüge sorgen dafür, dass sich die Kunden rundum entspannen und es erhöht somit ihre Geduld. Okay, gut. Auf Nimmerwiedersehen! Vielen Dank für deine Hilfe heute, François. Ist der Fernseher immer noch kaputt? Stell einfach das Radio an. Wer weiß, vielleicht spielen sie ja wieder etwas von deinem Julio, obwohl er eigentlich nicht mehr so beliebt ist, oder? Er ist sagenhaft. Sagenhaft alt, meinst du wohl? Alle kennen Julio. Hallo, kennen Sie Julio? Julio? Den Sänger. Psst, nicht vorsagen. Oh, Sie meint den alten Typen mit der verbrutzelten Haut? Ist er nicht schon tot? Nein, er ist nicht tot. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Und er ist übrigens auch ein hervorragender Sänger. Viel besser als all die jungen Hüpfer, die heutzutage in den Charts rumtouren. Obwohl einige von denen schon tolle Haare haben. Tritt er denn diese Saison bei irgendeinem Festival auf? Julio hatte seinen letzten Auftritt vor Jahren. Oh. Wenn ich ihn doch nur noch einmal auf der Bühne sehen könnte. Wie Julio immer sagt, sagt niemals nie. Also, was können wir heute für Sie tun, meine Liebe? Ich möchte zur Abwechslung einmal meine Haare färben. Oh, okay, jetzt geht es los mit dem Färben. Da ist die Farbe. Und brauchen wir dann... Ah, okay, als nächstes ein bisschen Wasser und dann kommt der Pinsel dazu. Okay. So, ist das Ganze auch ein Minispiel? Nein, anscheinend nicht. Okay. So, dann bekommst du Sonnencreme. Es sieht gerade ein bisschen aus wie Sonnencreme, aber gut, es ist ja kein reiner Friseursalon. Es ist ja ein Beauty-Salon und da gibt es dann natürlich auch Sonnencreme. Vergiss nicht, die Waren wieder aufzufüllen. Okay. Ach, das mache ich hier. Alles klar. Wow, das dauert aber ganz schön lange, ne? Generell habe ich das Gefühl, also jetzt gerade schon, fällt mir das schon auf. Ja, dass es alles so ein bisschen langsamer vonstatten geht irgendwie. Oder ich meine das nur, kann auch sein. So, wie sie da gerade so ein bisschen agiert und keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, das dauert jetzt ein bisschen. Aber gut, so auf den ersten Blick macht es auf jeden Fall super viel Bock. François ist jetzt da zum Aufräumen. Und ich bin ja echt gespannt, wer dieser Julio ist. Und ob das jetzt echt nur irgendein Sänger ist, den sie halt total anhimmelt. Oder, oh, Haare schneiden. Oder ob sie vielleicht echt mal was mit dem hatte. Also, ich habe keine Ahnung. Hallo, Karl.
So, hier muss ich doch wieder die Locken abschneiden. Genau. Es ist ein bisschen irritierend. Ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen. Dass hier nicht mehr angezeigt wird, wenn irgendwas ein Minispiel ist, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumindest jetzt gerade so auf den ersten Blick. Normalerweise bei Hearts Medicine und auch bei den Emily-Teilen wird es ja immer irgendwie dargestellt, dass der, ja, weiß ich nicht, der Kasten dann so ein bisschen farblich untermalt ist oder so, dass man wusste, ah, gleich kommt ein Minispiel. Aber gut, ist das jetzt auch eins? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Nein, Lockenwickler ist kein Minispiel, okay. So, hier wieder einschamponieren. Ja, genau das meine ich. Muss ich mir dann echt merken, was hier ein Minispiel ist und was nicht. Dann bekommst du vielleicht das Handtuch. Föhn geht auch so, das ist super. Dann bekommst du die Sonnencreme. François, räumt mal bitte hier auf. So, dann wird hier auf jeden Fall schon abkassiert. Und wir haben es doch gepackt, oder? Haben wir die Aufgabe geschafft? Kann man das irgendwo sehen? Ich glaube aber schon, oder? Ich glaube schon. Ich habe mich jetzt echt ein bisschen beeilt. So, ach ja. Einschamponieren, genau. Und das darf ich nicht vergessen. So, dann bekommst du das Handtuch, meine Liebe. Und dann bekommst du doch bestimmt, ja, den wunderbaren Reif. Ich weiß es nicht. So, 3 Sterne erreicht. Ah, super. So, da können wir direkt schon wieder auffüllen. Und ich weiß auf jeden Fall Bescheid, dass die Kunden, die hier noch auf diesen wunderbaren Stuhl warten, dass die automatisch dahin gehen, dass ich die nicht mehr anklicken muss, wenn der Stuhl dann aufgeräumt ist. Okay, okay, so, François, du kannst aufräumen. Du bekommst einmal die Sonnencreme. So, Salon geschlossen. Okay, 861 Punkte. Ah, super. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, ob es hier auch sowas wie Prüfung gibt. Oh, Allison! Bist du dir ganz sicher, dass du keine Highlights willst, Allison? Ganz sicher, meine Patienten sollen mich noch erkennen, wenn ich wieder im Krankenhaus bin. Ich wette, dass im Queensboro Bridge Krankenhaus viele attraktive Ärzte herumlaufen. Sie errötet, das heißt ja wohl ja. Tja, schätze schon. Und wie geht es denn eigentlich deinem netten Arzt? Sally, war ja nur eine Frage. Okay. Wer ist denn jetzt wohl mit dein netter Arzt gemeint? Connor oder Daniel? Wir sind fertig, Liebes. Jetzt kannst du wieder viele Herzen brechen. Nun, ich bevorzuge es, sie gesund zu machen. Und gib Oliver eine liebevolle Umarmung von mir. Ach, wie süß. Oliver, sag jetzt nicht, dass sie mit einem neuen Doktor zusammen ist. Oliver ist das Meerschweinchen auf der Kinderstation. Vielleicht sollten wir uns auch ein lebendes Maskottchen für den Salon zulegen. Sag jetzt bitte nicht, dass du auch noch eine Abmachung mit dem Besitzer des Zoogeschäfts hast, François. Lass mich raten, wenn du mich überredest, einen Hund zu kaufen, dann bekommst du einen kostenlosen Goldfisch? Das würde ich nicht wagen. Ehrlich gesagt finde ich das eine tolle Idee, ein Salonmaskottchen. Wie wäre es mit einem kleinen Dackel? Ja, ein dunkelbrauner und ich weiß auch schon den perfekten Namen für ihn. Julio. Oh Mann, die arme Sally wird da die ganze Zeit aufgezogen mit ihrem Julio. So, ich bin gespannt, ob es jetzt auch sowas wie Prüfungen gibt. Habe ich echt gerade überhaupt nicht drauf geachtet? Nein. Oder, doch, das hier könnte eine Prüfung sein, ne? Stimmt, das ist so ein bisschen abseits des Weges. Da haben wir Karl nicht. Und wir haben die Prüfung. Was? Wir haben es echt nicht geschafft. Wird das im Spiel nicht angezeigt? Nee, ich habe jetzt Level 2 gespielt. Nee, okay, ich habe, alles klar, gut, hat sich das erledigt. Ich habe jetzt gerade Level 2 gespielt. Ich dachte jetzt schon so, hä, was zur Hölle? Okay, dann spielen wir jetzt Level 3, Eilieferung. Nimm alle Lieferungen entgegen. Okay. So, was können wir uns leisten? 300, gar nichts. Wie teuer wäre das hier? 400 und diese wunderbare Bank 600. Okay. Und ansonsten gibt es noch die Theke und den Kaffee, ne? 500. Okay. Stoppt zeitweise den Verlust von Geduld und erhöht dein Tempo. Ja gut. Müssen wir mal schauen, auf was wir dann als nächstes sparen. Sie müssen ganz still sitzen, meine Liebe. Schaffen Sie das? Findest du nicht auch, dass Sally ein bisschen blass aussieht? Jetzt, wo du es sagst. Sie arbeitet bestimmt viel zu viel. Oh, das geht hier teilweise so schnell mit dem Klicken, das tut mir leid. Das habe ich gehört, in meinem Salon wird nicht gelästert. Wirklich? Hi, Sally. François, bist du fertig? Wir sind zum Einkaufsbummel verabredet. Paige braucht ein paar neue Outfits. Darf ich gerade von Mode sprechen? Wie geht es denn deiner Schwester? Die hat viel zu tun, wie immer. Ihre Schwester ist die berühmte Angela. Ach ja, richtig. Wir haben erst neulich von deiner Schwester gesprochen. Nur Gutes, hoffe ich. Natürlich.
In Sallys Salon wird nicht gelästert. Also, zurück zu diesem Modeltypen, Eric. Oh, da kommt die Lieferung. Sally ist eine Extrabestellung Selbstbräuner. Zeit für unsere Shoppingtour, allerliebste BFF. Oh Mann. Tschüss, Sally. Vielen Dank. Achso, das sagt sie. Vielen Dank und einen schönen Tag. Okay. Noch nicht ganz. Es kommen noch 5 Pakete. Oh, François. Okay. Was teilweise auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist dieses superschnelle Ran. Es ist ja nicht mal ein Ranzoomen. Also das jetzt gerade war ja ein Rauszoomen. Aber es ist einfach so plötzlich so bam. Man ist plötzlich näher dran. Wisst ihr, was ich meine? Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ich werde mich dran gewöhnen. Es ist einfach nur eine kleine Umstellung. So. Wie sieht das jetzt aus? 5-mal? Nee, gar nicht 5-mal. 3-mal. Okay. Ich würde aber sagen, ich bringe dir erstmal das wunderbare Frisurenheft. Dann soll ich aber hier kassieren, ne? Die Chili darin hat anscheinend nicht so viel Geduld. So, Lockenwickler für dich. Lieferung für Sallys Salon. Okay, die nehmen wir dann an. Zieht sie das irgendwie vor? Oh, Karl, ich habe dich gehört. Nein, sie zieht es nicht vor. Okay, die Bürste und Selbstbräuner für dich, bitteschön. Ach ja, das ist ein Selbstbräuner, natürlich keine Sonnencreme. Die hat François ja schließlich gekauft. Die ganzen Kartons mit Selbstbräuner. So, dann wasche ich dir gleich die Haare. Dann kann ich schon mal das Handtuch holen. Nicht vergessen, einzuschamponieren. Okay. So, Lieferung für Sally. Alles klar, ich bringe dir erstmal das Handtuch. So, dann nehme ich das mit. Dann komme ich da oben hin. Dann muss ich hier aufräumen. Wow, es ist ein bisschen viel jetzt am Anfang, aber gut. So, du gehst jetzt gleich automatisch da unten hin, wenn es aufgeräumt ist. Ich würde aber erstmal gerne hier kassieren. Dann bringe ich dir die Schere. Du legst dich dann hin. Okay, okay. Und 720 Punkte. Okay, dann habe ich das mit der Schere schon angeklickt. Okay, ich habe echt das Gefühl, sie ist ein bisschen langsam. Aber gut. Das kriegen wir hoffentlich. Na komm schon, alles noch hin. So, jetzt nimmst du das da oben an, dann gehst du dahin. Dann machst du das und das für sie. Bitteschön. Dann kassieren wir das schon mal. Dann holst du nochmal die Handtücher. Ja doch, das Ganze ist nicht so. Ist nicht so flott und zügig hintereinander wie bei Emily oder Hartz Madison. So kommt es mir gerade vor. So, das ist für dich. Dann sollte ich hier beide Stühle auf jeden Fall mal aufräumen. Oh, was möchtest du denn? Das Komplettpaket mit Seife und Duschgel oder so? Ich weiß es nicht. Dann gibt es für dich den Selbstbräuner dazu. Dann gibt es für dich 2-mal den Selbstbräuner. Ach so, habe ich dann gar nicht, ne? Pass auf, dann füllen wir mal eben auf. Ja, ja, okay, habe ich kapiert. Das habe ich kapiert. Wir erreichen die Punktzahl sowieso. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen. Dann gehe ich erstmal da unten hin. Dann schnappe ich mir das. Dann muss ich das hier anrühren. Ich weiß, ich muss jetzt einschamponieren. Genau. So, das funktioniert. So, du kommst, wie gesagt, bekommst, wie gesagt, dann das Handtuch. Machen wir das erstmal so und so. So, sehr schön. Dann räumen wir hier noch eben auf. Und dann, ich räume mal hier nicht auf. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es irgendwie für den sauberen Laden was gibt. Mal schauen, steht da jetzt irgendwas von wegen keine Extrapunkte? Nee, steht nichts, okay. François, wir müssen über diese Extrabestellung Selbstbräuner reden. Ich weiß, dass ich gesagt hatte, dass du mehr bestellen kannst, aber das hier? Vergiss die Selbstbräuner, hast du es schon gehört? Dass ein neues Kaufhaus in der Stadt eröffnet wird? Ja, sicher. Nein. Dass Emilys Ofen kurz vor seinem Ende ist? Sie hat es mir erzählt. Nein. Dass die Wetterfee Jenny und der Modeltyp Eric sich trennen? Nein, das tun sie. Das war ja vorherzusehen. Wo ist die Fernbedienung? François, was meinst du denn eigentlich? Und das war die Wettervorhersage für heute. Vielen Dank, Jenny. Draußen ist es vielleicht noch etwas kühl, aber allen Julio-Fans wird es jetzt sicher warm ums Herz. Denn Julio? Denn Julio was? Heiratet, bekommt einen Haarschnitt, veröffentlicht ein neues Album, was? Definitiv Karten kaufen. Oha. Oha, der gute Julio gibt also ein Konzert, würde ich jetzt mal behaupten. Da möchte die liebe Sally doch bestimmt hin, oder? Oh, da bin ich gespannt, dann werden wir den ja wiedersehen. Also, wenn sie den denn schon mal gesehen hat und tatsächlich was mit dem hatte. Ach, cool. Gut, Leute, das ist jetzt eine Prüfung. Kein Lästern. Verwende nicht die Kaffeemaschine, okay? Wisst ihr was, das machen wir doch eben in dieser Folge. So, 600, das bedeutet, wisst ihr was, ich kaufe eine zweite Liege davon, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, ja, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass die relativ häufig genutzt wird. So, 850 Punkte, verwende nicht die Kaffeemaschine, okay? Gut,
dann gehen die Kunden vielleicht irgendwie wütend nach Hause oder so. Ich weiß ja nicht, wenn sie dann keinen Kaffee bekommen. Aber wir gucken einfach mal. So, du bekommst dann... Ach ja. Ja, natürlich. Du bekommst dann die Haare einschamponiert. Dann schnappeln wir uns gleich das Handtuch. Oh, sie ist das schon fertig. Bring's bitte. Ach so, ich habe jetzt... Oh Gott. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, Leute. Aber das wird schon. Das wird schon, hoffentlich. So, ich muss hier aufräumen. Passt auf, das machen wir eben zusammen, damit wir da ein paar Punkte bekommen. Dann kümmere ich mich um dich. Dann gehe ich da oben hin. Und sie möchte dann die Haare gefärbt bekommen. Okay, so, einschamponieren. Dann das Handtuch holen. Das habe ich eigentlich schon angeklickt. Genau, super. Hat auch funktioniert. So, dann ist das für dich. Dann sollte ich aber definitiv eine davon abräumen. Und dann bekommst du schon mal das. Und dann kassieren wir hier unten. Oh ja, es ist... Oh, was macht sie da jetzt? Ach so, sie hat das geholt. Es ist wirklich alles gar nicht so stressig, habe ich das Gefühl. Man geht so davon aus, wow, jetzt kommt was voll Krasses und das wird wieder so super schnell gehen alles. Aber nee, das ist eigentlich doch relativ entspannend. Da muss ich aufräumen. Ich muss mal eben kurz da oben aufräumen. Dann noch, da noch. Das ist für dich. Dann komme ich zu dir. Oh, könnte das noch ein Problem werden mit den Punkten? Ich habe mir jetzt Mühe gegeben. Wirklich jetzt? Ich habe so gut es geht hier geklickt und doch alle relativ zügig behandelt, oder? Behandelt, in Anführungsstrichen. Die armen Patienten hier, aber gut. So, das mache ich nochmal eben kurz sauber. Also Bürste, Bürste, das und das. Dann haben wir da zumindest beim Servieren eine Kombo, will ich doch hoffen. So, dann schneiden wir dir die Haare und haben jetzt 637 Punkte, okay. So, hier kommt wieder das Minispiel. Und das ist auch ein bisschen irritierend, dass dieses Minispiel nicht direkt losgeht, ne? Ihr seht es ja bestimmt. Sie fängt da kurz... Oh, was ist das denn? Keine Ahnung. Sie fängt da kurz an zu schneiden. Und dann erst geht es so wirklich los. So, das ist dann für dich. Ist das irgendwie eine, weiß ich nicht, Haarkurpackung, würde ich jetzt sagen, mit Honig oder so? Keine Ahnung. So, du bekommst dann den Föhn und zweimal das Haarband für dich. Sie bekommt dann auch noch den Föhn. Okay, 702, ich denke, aber das sollte machbar sein, oder? Wir kassieren die beiden jetzt ganz in Ruhe. Dann bekommst du die Schere, dann bekommst du den Föhn. Dann wird erstmal aufgeräumt. So, Haare schneiden, genau, nicht vergessen. Genau, dann bist du fertig. Oh, du bekommst auch noch Lockenwickler. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte gehofft, dass sie dann schon fertig ist, aber gut. 836. Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, da oben noch aufräumen. Dann bekommst du doch mal den Föhn. Okay, okay. Oh, sie hat ganz schön schnell jetzt das Herz verloren. Ne? Bist du denn ready? Ja, sehr gut. Und jetzt achte ich drauf, ob es extra Punkte gibt. Ich glaube aber nicht, ne? Wir schauen einfach mal Kassenkombo. Nein, keine extra Punkte. Okay. Gut, 4222. Okay, wow. Ach, schön. Upgrade freigeschaltet, habe ich das schon gesehen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Es wird eine herzzerreißende Story geben mit dem guten Julio. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, auch wenn es jetzt ein bisschen anders ist. Aber wie gesagt, alles nur Gewöhnungssache, das werden wir schnell hinbekommen. Was kann ich denn hier kaufen mit den Diamanten? Wollen wir das mal nehmen? Was ist das? Oh, die CD. Wie süß. Ja, ganz toll. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.